Spannende Frage, die habe ich in den letzten 30 Jahren schon sehr, sehr oft gehört. Die kam jetzt über meinen Podcast-Kanal rein. Wenn du meinen Podcast suchst, dann gibt es jetzt auch einen kleinen Pitch für meinen Podcast. Der heißt nämlich Mr. T's Fitcast. Mr. T's Fitcast. Findest du bei Spotify, iTunes, wo noch? Die zwei Spotify, iTunes, findest du ihn. Was? Wird verlinkt, da findet ihr den, da könnt ihr mal reinhören, da gibt es jede Woche 3 Podcasts zu diesem Thema und da kam rein, kann jeder auf dieser Welt ein Sixpack haben? Und jetzt wartest du auf die Antwort, ne? Ja, passt auf, es gibt einen ganz geringen Anteil von Menschen, die haben diese Fugen hier nicht, was den Bauchmuskel in der Mitte trennt von den hier, das sieht man also nicht, das gibt es tatsächlich, die kriegen eigentlich keinen Sixpack. Das sind aber super wenige. Alle anderen, sagen wir mal 90% der Menschheit hat ein Sixpack, hat schon eins. Ja, ja, ihr habt alle schon eins. Es ist halt gut versteckt. Ihr habt es halt einfach geschickt getarnt, weil ihr nicht auffallen wollt. Weil es euch nervt, wenn jeder sagt, hey, hast du ein Sixpack, hey, sieht aber gut aus. Wollt ihr nicht, ihr seid schüchtern, seid zurückhaltend, dann habt ihr das versteckt. Okay, das war jetzt pädagogisch sehr wertvoll. Was ich da gesagt habe, es ist ganz einfach so, man hat einfach eine Schicht Speck drüber. So, und wenn man eine Schicht Speck über dem Sixpack hat, dann ist es ein Sixpack im Speckmantel. Man sieht es nicht. Also, Freunde, ja, es ist möglich für jeden Menschen, also bis auf die paar Ausnahmen, ein Sixpack zu bekommen. Die Frage ist, muss man das haben? Bringt das irgendwas? Ist das besonders gesund? Und da muss ich euch dazu sagen, nein, es hat mit der Gesundheit nichts zu tun. Man braucht für einen gesunden Körper keinen Sixpack. Muss man nicht haben. Denn bei 12% bis 15% Körperfett ist man auch gesund. Aber da sieht man halt keinen Sixpack. Ein Sixpack kommt in der Regel unter 12%. Je nachdem, wie dick das Sixpack ist, gibt es bei manchen schon bei 12% sieht man es. Bei den anderen sieht man es erst bei 5 oder 6 oder 7, 8%. Aber für einen gesunden Zustand, für eine gesunde Psyche, für einen gesunden Körper, braucht man es nicht. Dieses Sixpack ist natürlich für ein Ego super. Weil jeder sagt, Alter, guck mal den alten Sack da, der Mr. T, der hat ein Sixpack. Alter, der muss ja viel wissen. Ja, es ist meine Werbung. Und jetzt sage ich euch noch was. Es fühlt sich natürlich auch schon geil an. Wenn man da runterfährt und denkt, Alter, da ist was drunter. Ja, ich hab's. Warum? Weil es unter anderem, finde ich, zum Personal ein Stückweise zugehört, dass er entsprechende Form hat, dass man sieht, aha, der weiß, was er tut. Man braucht es aber nicht zum Überleben, man braucht es nicht, um erfolgreich zu werden, braucht man alles. Es macht Spaß, wenn man es hat. Es ist wie ein Ferrari oder ein Flugzeugträger oder ein Hubschrauber oder was weiß ich. Ist auch schön, wenn man es hat. Ich habe halt keinen Hubschrauber, kein Flugzeug und kein Ferrari, also habe ich ein Sixpack. So einfach ist das. Und ja, es ist auch nicht so schwer, das zu bekommen. Das ist einfach auch eine Frage der Zeit. Wenn man also hier 15 cm Speck drüber hat, dann dauert es halt eine gewisse Zeit lang, um diesen Speck zu eliminieren, indem man sich anständig ernährt, indem man anständig isst, indem man auch Sport betreibt, denn ganz ohne Sport betreiben wird es nichts werden. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Geduld dazu, eine Portion Geduld. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn man erst sein Viertelhalbjahr trainiert, davor noch keinen Sport gemacht hat und dann sagt, aber jetzt brauche ich ein Sixpack, dann könnte es sein, dass trotz Fettreduktion am Bauch kein Sixpack zum Vorschein kommt. Warum? Weil der Bauchmuskel nur 3 mm dick ist und dann sieht man nichts. Deswegen braucht man natürlich auch ein gewisses Volumen am Bauchmuskel. Das heißt, Volumen bedeutet, dass hier eine gewisse Dicke am Bauchmuskel da ist. Das benötigt man. Das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Da muss man natürlich auch mal eine Zeit lang in seinen Körper rein investieren, in Form von Sport, in Form von Kraftsport, in Form von schweren Übungen, in Form von Isolationsübungen, Bauchübungen und summa summarum, dieses Paket wird dann irgendwann tatsächlich mal beim größten Anteil der Menschen, wenn sie alles richtig machen, zum Sixpack führen. Das andere ist, braucht man es, das habe ich euch erklärt, muss man nicht haben, kann man haben, schön ist, wenn man es hat. Lass mich überlegen, fehlt noch was? Thema Sixpack, ich glaube, Thema Sixpack gibt es schon einiges von mir zum Thema Bauchspeck abbauen. Thema Übungen, gibt es ganz viele Übungen, Kneeling Crunches, Salam, Crunches auf dem Boden, rechter, linker Bauchmuskel, hängende mit Bein nach oben.
Aber ich kann ja auch lokal am Bauchfett abbauen, oder? Was? Mit ganz viel Bunches oder so. Krieg Kopfschmerzen. Wenn ich dieses höre, kriege ich Kopfschmerzen. Lokaler Fettabbau im Bauch. Lasergenau. Den Bauch, das Bauchfettelement, da gibt es Werbung dafür, da gibt es Präparate dafür. Die Lasergenau, also Laser, ihr wisst, was Laser sind. Du hättest mich jetzt nicht antriggern dürfen mit dem Thema, das drehe ich gleich durch. Lasergenau, das Bauchfett entfernen durch irgendwelche Pillchen, was es da gibt. Das gibt's nicht, das ist ein Scheiß. Strom oder Vibration hier. Oh, Strom, jetzt geht es wieder los mit Strom und Vibration, ich krieg Kopfschmerzen. Ich krieg so bitterböse Kopfschmerzen. So große Kopfschmerztabletten gibt es gar nicht. Habe ich was Falsches gesagt? Oh. Dieses Thema ist so grausam. So grausames Thema. Wisst ihr warum? Weil wir Menschen suchen immer diesen verkackten Weg des geringsten Widerstandes. Wir wollen alles geschenkt haben. Wir wollen für nichts investieren, sondern wir wollen alles blanko. Hier, da, friss eine Pille, sauf den Schnaps oder was weiß ich was und dein Bauch sieht geil aus. Hau Kohl, das war eine Laserkanone. Hey, schmier dir den Bauch ein mit irgendwelchen Cremes. Hey, steck dir... Nein, ich sag's nicht. Nein, das wird vielleicht sogar noch funktionieren. Das würde vielleicht sogar... Das lasse ich mir patentieren, jetzt habe ich einen Einfall gehabt. Nein. Ihr seht, es ist für mich ein sehr emotionales Thema. Wisst ihr auch warum? Ich sage es euch jetzt auch warum. Ich weiß, wie hart diese Arbeit ist, sich so einen Körper wie auch meiner zu erarbeiten. Das ist nicht geschenkt, das ist tagtäglich Arbeit. Für mich ist es keine Arbeit mehr, für mich ist es Spaß, schon immer Spaß gewinnen, sonst würde ich es nicht machen. Es ist ein gesunder Körper, ein leistungsfähiger Körper. Es ist Investment in mich, was du durch gesunde Ernährung, durch regelmäßige Bewegung, ich bin mobil, ich kann, wenn ich will, den Fuß da oben die Lampe runterschlagen. Was ich jetzt nicht vorführe. Wir bleiben jetzt ganz vernünftig. Mich nervt es nur, diese Menschen, die immer denken, sie kriegen das, was der jetzt gemacht hat, dieser alte Simpel, der macht 32, 33 Jahre Training und der hat jetzt so einen Körper, den hätte ich jetzt auch gerne in 8 Wochen. Das nervt einfach. Das nervt unglaublich. Weil so einfach ist es nicht. Auch wenn man jetzt draußen im Business ist, dann ist auch nicht so, oh ja gut, das machen wir eine Firma auf und 6 Wochen später bin ich Millionär. Das kann mal vorkommen, aber das ist super selten. In der Regel muss man dafür arbeiten, man muss abliefern. Und zwar jeden Tag abliefern. Und da gibt es einen Haufen Menschen, die sagen, naja, Werbung, Pillchen, hau ich mir rein, funktioniert. Geht nicht, funktioniert nicht, hat noch nicht funktioniert, wird nicht funktionieren. Seit 30, nee, 40, 50 Jahren gibt es die Pillchen, gibt es diese Sälbchen. Und die Menschen fallen immer noch drauf rein. Es gibt es nicht, es ist Arbeit. Und wenn es da draußen was gibt, was irgendwie diesen Fettstoffwechsel beschleunigt, wenn es irgendwas gibt, dass es viel, viel schneller geht, dann frage ich euch jetzt allen Ernstes, ist es dann gesund? Nein, ist es nicht gesund. Und deswegen, ihr Lieben, eins nach dem anderen, Step by Step. Es ist auch nicht so, man muss nicht gleich, was ist, wenn ihr fertig seid? Was ist, wenn ihr Sixpack habt? Ja, und dann? Ja, der Weg ist das Ziel, dahin gehen. Dieses Ganze, der Lifestyle, sich gesund zu ernähren, schön Sport machen, regelmäßig Sport machen, Spaß dabei zu haben, das ist der Weg. Da gehen wir entlang. Und nicht dieses, ich will jetzt ein Sixpack in 4, 6 Wochen funktionieren. Also, wenn es nicht funktioniert, muss man sich auch nicht so in den Kopf setzen, weil es hinterlässt was? Einmal bei dir Frustration und bei mir schon mal 3-mal Frustration, weil ich kriege einen Vogel. Okay, also frag mich bitte nicht mehr solche Sachen mit irgendwelchen lasergenauen Entfernen des Bauchfetts. Was hältst du denn von... Nein, ich sag's nicht. Wir beenden jetzt hier das Video. Freunde, ihr wisst Bescheid, das war ein emotionales Thema. Ihr wisst auch warum, weil ich stehe drauf. Ich stehe da drauf, sich seinen Erfolg zu erarbeiten und sich nichts schenken zu lassen. Da stehe ich drauf. Ich bin halt noch einer von der alten Sorte.